Es hat ein bisschen was von Couchgespräch hier. Tatsächlich sitze ich mitten in Tokio hier und war selber überrascht, denn diesen Ort kannte ich so noch nicht. Ich sitze hier auf einer Couch und man sieht es vielleicht leicht im Hintergrund. Hier stehen überall Couches und Sessel rum, wo man sich hinsetzen kann und ein bisschen entspannt. Entspannung ist am Markt im Moment nicht wirklich gegeben. Tatsächlich ist der amerikanische Markt vielleicht gar nicht mal so tragisch, aber der deutsche Markt extrem nervös. Das sieht man, wenn man auf den Kursverlauf guckt, dass wir in beide Richtungen im Moment sehr, sehr hektische Bewegungen haben und eigentlich in dieser Abwärtsbewegung, die wir aktuell eben noch haben, für Sie muss ich es eigentlich so rumzeichnen, glaube ich, dass wir in dieser Abwärtsbewegung, die wir da haben, im Moment eigentlich so ein hin und her nervöses Gewackel haben, dass wir offensichtlich da die Richtungsentscheidung noch nicht gefällt haben. Im Gegenteil, ich gehe davon aus, dass wir hier noch immer in einer korrektiven Verlaufsphase sind, bevor wir dann nach oben gehen. Das finde ich gar kein Drama. Im Gegenteil, das finde ich eigentlich sogar sehr gut, denn wir hatten ja schon mal am Chart drauf geguckt, wo ich gesagt hatte, Mensch, eigentlich nach dem Anstieg, den wir jetzt die letzte Zeit hatten, müsste der Markt doch mal eigentlich wieder ein bisschen korrektiv nach unten gehen und ein bisschen mehr als das letzte Mal. Und tatsächlich sieht es so aus, als ob der deutsche Markt zumindest mal die aktuellen Turbulenzen rund um Iran, rund um jetzt die Fed-Entscheidung und so weiter dafür genutzt hat, jetzt ein bisschen hier mal Druck abzubauen. Und das ist nichts Schlechtes. Im Gegenteil, das würde nämlich bedeuten, dass wenn während dieser Phase der Markt nicht dramatisch nach unten geht, eigentlich die Käufer auf einem niedrigeren Niveau ganz entspannt wieder reinkommen können. Man weiß, die Abwärtsseite hat eben nicht den Druck aufgebaut, der hätte entstehen können. Im Gegenteil, nein, es ist nicht der Fall gewesen, sondern der Markt hat da die Ruhe bewahrt und dementsprechend ist das eigentlich ein gutes Zeichen, selbst wenn es jetzt noch ein bisschen weiter nach unten geht. Sehr gute Zeichen gibt es aktuell eher aus dem amerikanischen Markt, zumindest deutet es sich an, denn dort sehen wir, dass wir zwar mal zwischendurch ordentlich nach unten gekommen sind, aber jetzt so alle möglichen Bewegungen sehr stark nach oben, dann geht es mal wackelig runter, wieder stark nach oben, auch im Fed-Umfeld. Haben wir da heftige Bewegungen gesehen, aber eigentlich alles ganz normal regelkonform. Also na, es war ja auch wie so erwartet worden, deshalb keine Riesenüberraschung. Aber trotz alledem, denn der Verlauf auch tatsächlich so, wie man sich das eigentlich wünscht, mit Erwartungshaltung, dass die Explosionen nach oben stattfinden. Und jetzt im Moment gerade so eine Bullenfahne war, genau so ein bisschen hängend ging es da nach unten und als nächstes sollte es dann wohl wieder nach oben gehen. Die Notenbanken sind ein Thema. Wir haben letzte Woche ja die EZB schon gehabt, die ja schon mit Quantitative Easing gesagt hat, wir pumpen euch voll mit Kohle, macht mal wie ihr denkt. Also auch das ist ja ein positives Zeichen, was die Märkte angeht. Wir haben gestern Amerika gesehen, die sind erwartungsgemäß ist das ausgegangen. Es ist unverändert ausgegangen, aber ebenfalls erwartungsgemäß in London, da hat die Bank of England ja vorhin ihre Entscheidung verkündet, einstimmig die Entscheidung für 0,75 für ein Remaining, also insofern da ebenfalls keine wirkliche Dramatik. Es ist noch die Bank of Japan, die eventuell dafür ein bisschen Schub mal sorgen könnte, aber wenn man ehrlich ist, was wir da erwartet, auch nicht wirklich, dass der Markt sich nur daraufhin jetzt in irgendeiner Form tatsächlich bewegt. Ansonsten kann man heute nicht mehr mit wirklich vielen Daten rechnen. 14:30 gibt es oder gab es, je nachdem, wann Sie das Video jetzt gucken, ja die klassischen Arbeitsmarktdaten aus Amerika, also ein bisschen Zahlen, 14:30 stehen noch an, aber ich sage mal, danach ist es eigentlich relativ dünn und dann wird der Markt mal gucken, was er denn kann. Dann wird es tatsächlich auf den Verlauf des heutigen Tages ankommen. Solange der die Schubbewegung nach oben hat, ist das charttechnisch abgesichert. Fundamental kann man sagen, naja, wir hängen so ein bisschen zwischen den Stühlen, zwischen den chinesischen Verhandlungen Anfang Oktober, das ist ja nicht mehr so lang hin. Die Iran-Frage scheint jetzt im Moment erstmal zumindest ein bisschen ruhiger zu kochen, soweit ich das zumindest mal mitbekomme hier in Japan. Also insofern, ja, kann man eigentlich nur sagen, Business as usual. Nicht wirklich Dramatisches passiert, mal alle kurz erschrocken und ab geht's dann wieder in normalen Modus und wir können hoffen und davon ausgehen, dass sich das eigentlich ganz locker und easy nachher ergibt. In dem Sinne hoffe ich, dass Sie da auf der richtigen Seite sind und dass Sie den richtigen Impuls hier finden im Markt. Drücke Ihnen dafür die Daumen und wir sehen uns ja in Bälde schon wieder.